Hallo zusammen! Wenn es um gefährliche Rechtsbrecher geht, die lange im Gefängnis sitzen müssen, stellen wir uns erwachsene Kopfjäger vor. Solche, die uns Angst machen, lange Bärte tragen und von Kopf bis Fuß tätowiert sind. Doch in der Geschichte gibt es viele Fälle, wo ganz junge Banditen hinter Gitter landeten und viele Jahre im Gefängnis verbrachten. Und es geht jetzt nicht um ausgedachte Figuren wie Bane aus dem Comic, sondern um echte Menschen. Hier kommen 10 Kinder, die im Gefängnis groß geworden sind. Lasst uns loslegen. Natsumi Tsuchi. Wenn ihr euch auch nur ein bisschen in der Anime-Szene auskennt, kennt ihr vielleicht Nevada Tan. Nein, sie ist jetzt keine Figur aus der Anime-Kultur oder aus den japanischen Comics, doch sie ist sehr bekannt im Internet. Wenn ihr diesen Namen noch nie gehört habt und euch überhaupt nicht auskennt, klären wir euch auf. 2004 hat ein Angriff einer 11-jährigen Schülerin auf ihre Klassenkameradin ganz Japan erschüttert. Sehr lange wurde der Name der Mörderin aufgrund ihres jungen Alters nicht bekannt gegeben, doch man wusste, dass sie am Tag des Angriffes eine Weste mit der Aufschrift Nevada anhatte. Daher kommt auch der lustige und auch etwas gruselige Name Nevada Tan, obwohl in den offiziellen Polizeiberichten der Codename Mädchen A verwendet wurde. Doch eines Tages haben die Reporter eines Fernsehsenders den echten Namen des Mädchens herausgefunden, Natsumi Tsuchi. Wegen der Brutalität des Angriffes überlegte man sogar in der Regierung, das Strafalter herabzusenken, doch schließlich brachte man das Mädchen in eine psychologische Anstalt für eine lange Zwangsbehandlung. Man weiß nicht, ob es geholfen hat, denn als das Mädchen 2013 herauskam, siedelte sie mit ihrer Familie um und seither hört man nichts mehr von ihr. Graham Young. Wenn man diesen lachenden runden Bub anschaut, glaubt man gar nicht, dass er sich für Giftstoffe interessierte und mit 12 bereits sehr viel über die Chemie und Arzneimittel wusste. Der Vater, der ihm ein Wissenschaftsset schenkte, förderte die Hobbys seines Sohnes und wusste nicht, wohin sie führen werden. Einmal hat Graham in einem Buch über Giftstoffe nachgelesen, den man fast nicht nachweisen könnte, und wollte dies ausprobieren. Klingt echt grauslich. Als Forschungsobjekt hatte er seine Mitschüler ausgewählt, wurde mit ihm aber nicht fertig, weil er sich auf seine Stiefmutter konzentrierte. Und er war, wenn man es so sagen darf, erfolgreich, hörte aber nicht auf und experimentierte weiter mit seinen Familienmitgliedern. Trotz seines Chemietalentes hatte er eindeutig Gedächtnisstörungen, da er andauernd vergaß, von wem genau er das Essen gerade vergiftet hatte. Deshalb kam es auch vor, dass er öfters mal selbst das Gift einnahm, was für ihn schlechte Folgen hatte. Aufgrund dieser Gedächtnisstörung hat der junge Chemiker einmal im Bankfach die Apothekenfläschchen und das detaillierte Rezept aller Mischungen vergessen, die vom Chemielehrer gefunden wurden. Der Lehrer meldete es selbstverständlich der Polizei und der 15-jährige Graham wurde festgenommen und in eine psychische Anstalt für 9 Jahre eingeliefert. Nach seiner Befreiung machte er allerdings weiter und wurde bald erneut festgenommen und bekam diesmal lebenslänglich. John Venables und Robert Thompson. Schwer zu glauben, dass diese gleichaltrigen Burschen im Gefängnis landeten, als sie erst 10 Jahre alt waren. Beide wuchsen in schlechten Familienverhältnissen auf, deswegen ist es kein Wunder, dass die erste Straftat schon so früh erfolgte. Doch ihre Art zu handeln war erschütternd, denn das Opfer war ein 2-jähriges Kind. Wir werden euch keine Details erzählen, weil sie echt unangenehm sind. Während der Gerichtsverhandlung bereuten John und Robert ihre Tat keinesfalls, sie sahen nur etwas eingeschüchtert aus. Da das Ganze in Großbritannien passierte, bekamen die Buben die Höchststrafe für ihr Alter, je 10 Jahre für jeden. 2000, 7 Jahre nach dem Aufenthalt im Knast, wurde ihr Urteil geändert und sie wurden 2011 befreit, bekamen neue Namen und gaben ihren neuen Wohnort nicht bekannt. 2010 landete John Venables wegen einer anderen Tat erneut im Gefängnis, die allerdings etwas Gemeinsames mit der alten hatte. Aber auch hier wollen wir keine Details nennen. Jesse Pomeroy. Jetzt fliegen wir kurz ins 19. Jahrhundert zurück. Nein, wir erzählen euch jetzt keine Legenden von Jack the Ripper, weil unser nächster Held am anderen Ufer des Atlantiks tätig war, auf den Straßen von Boston. Jesse Pomeroy wurde in einem kriminellen Bezirk geboren und hatte schwierige Familienverhältnisse. Seine Jugendjahre waren also auf keinen Fall glänzend. Vielleicht hat er sich deshalb dafür interessiert, die jüngeren Kinder zu misshandeln. Wie es auch sein mag, Jesse wurde festgenommen und in ein Erziehungsheim gebracht, aus dem er mit 14 Jahren vorzeitig wegkam und wieder mit dem Alten begann, jedoch im größeren Maßstäben. Er wurde wieder festgenommen und das Gericht erklärte ihn aufgrund seiner schrecklichen Straftaten für schuldig.
Obwohl die Anklagebehörde die Höchststrafe forderte, wollte die Richterin diese Verantwortung nicht übernehmen. Schlussendlich bekam der 16-jährige Mörder lebenslang in einer Einzelzelle. Hinter Gittern verlor er keine Zeit. Er lernte mehrere Fremdsprachen, schrieb Gedichte und bat dauernd um Gnade. Das alles hinderte ihn jedoch nicht daran, mehrere Fluchtversuche zu unternehmen, doch alles erfolglos. Pomeroy verbrachte sein ganzes Leben im Knast und starb im Alter von 73 Jahren. Brüder Beaver. Der 18-jährige Robert und der 16-jährige Michael brachten im Juli 2015 nicht nur ihre Eltern, ihre Brüder und ihre 5-jährige Schwester um. Nein, sie sagten auch noch der Polizei, dass das ihr erster großer Schritt auf dem Weg zum echten Morden war. Es läuft uns ein Schauer über den Rücken. Sie sehen ja eigentlich ganz normal aus. Es bleibt ein Geheimnis, was sie zu dieser schrecklichen Tat führte, noch dazu in der eigenen Familie. Zum Glück konnte die 13-jährige Schwester von Robert und Michael an diesem Tag überleben. Sie holte die Polizei und war auch später bei der Gerichtsverhandlung anwesend. Die Mörder bekamen eine lange Gefängnisstrafe und es sieht nicht danach aus, als ob sie bald freigelassen werden. Joshua Phillips. Kennt ihr solche Eltern, die oft Phrasen sagen wie: "Geh nach draußen spazieren, wie lange sitzt du jetzt noch vor dem PC?" Solche Spaziergänge enden nicht immer gut. Das geschah mit Joshua, als er Baseball mit seiner 8-jährigen Nachbarin spielte und laut seinen eigenen Angaben sie zufällig mit dem Schläger traf. Der Effekt schockierte ihn so sehr, dass er aus irgendeinem Grund nicht damit aufhören wollte. Als die Polizei und die Freiwilligen das vermisste Mädchen zu suchen begannen, machte Phillips sogar mit und spielte einen sozial engagierten Menschen. Doch er vergaß, über den Vorfall zu erzählen. Die Suche war erfolglos, obwohl man der Person, die etwas erzählen könnte, einen hohen Finderlohn versprach. Diese Tat würde bis heute vielleicht ungeklärt bleiben, wenn die Mutter von Joshua in seinem Zimmer nicht die Tatspuren entdeckt hätte und dies sofort der Polizei meldete. Der Bub wurde am selben Tag in der Schule festgenommen und blieb dauernd unter Aufsicht, solange die Ermittlung lief. Das Gericht verurteilte den Buben zu lebenslanger Haft ohne das Recht auf vorzeitige Befreiung. Und das nur, weil damals die Gesetze Floridas keine Todesstrafe für Kinder unter 16 Jahren vorsahen. Heute ist Joshua Phillips 33 Jahre alt, er ist immer noch im Knast, doch seine Anwälte geben nicht auf und wollen das Verfahren noch einmal überprüfen. Christian Fernandes. Wie auch die anderen Kinder aus unserer Liste wurde Christian Fernandes in einem schlechten Umfeld erzogen, unter schlechtem Einfluss und mit Situationen, die für ein Kind sicher nichts Positives bedeuten. Im März 2011 blieb er alleine mit seinem Halbbruder, während die Mutter kurz wegging. Laut dem 11-jährigen Christian haben sie gespielt, als das Kind sich plötzlich am Kopf beim Bücherregal verletzte. Die Polizei traute dieser seltsamen Aussage nicht. Kein Wunder bei diesen Lebensumständen. Alleine die Reaktion der Mutter ist schockierend. Sie tat einfach nichts. Während eines Gesprächs gab der Bub aber zu, dass er schuld war. Und obwohl viele Massenmedien über eine lebenslange Haft für ihn und eine Haft von 30 Jahren für die Mutter schrieben, bekam er 7 Jahre Haft. Man sagt, die Richter haben seine schwierige Kindheit, sein zartes Alter und sein offenes Geständnis mit einbezogen. Und wer weiß, vielleicht wird der Junge aus seinen Fehlern lernen. Jordan Brown. Schreckliche Straftaten werden aber nicht nur von Kindern aus schlechten Familien begangen. Das Leben des Jordan Brown könnte man als ziemlich glücklich einstufen. Er hatte einen Vater, eine Stiefmutter, 2 jüngere Schwestern, ein nettes Haus und alles, was ein 11-Jähriger nur brauchen kann. Einmal, bevor der Vater zur Arbeit ging, bat er Jordan im Zimmer aufzuräumen, da man bald ein weiteres Familienmitglied erwartete. Hook, die Frau seines Vaters, war schwanger. Als der Mann wegging, war alles noch in Ordnung und bald ging Jordan mit seiner Schwester wie immer zur Schule. Doch einige Zeit später fand man heraus, dass Jordan die ihm zum Weihnachten geschenkte Schrotbüchse verwendete und die Stiefmutter erschoss. Die Ermittler konnten den Grund dafür nicht herausfinden. Vielleicht war Jordan traurig, weil er aufräumen musste? Wie auch immer, der Bub bekam trotz seines Alters lebenslang. Das Verfahren wurde jedoch mehrmals erneut zum Gericht gebracht und 2013 wurde schließlich festgestellt, dass es nicht genug Beweise für dieses Gerichtsurteil gibt. Nach vielen Einsprüchen und Überprüfungen erlaubte das Gericht, Jordan freizulassen und ein neues Leben zu beginnen. Leute, es ist Zeit für euch, euer Gehirn aufzuladen. Besucht den Braintime-Kanal. Dort findet ihr viele interessante und nützliche Fakten, aber auch jede Menge positive Energie und jede Menge nützliche Informationen. Jetzt abonnieren. Wir versprechen euch, dass es richtig spannend wird. Danke fürs Zusehen.
Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein. So schnell wir können.